Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, der Werkstatt ab, Killer, neues Full Icon Battle Sheep Wegerhühnchen. Ja, meine Freunde, nein, ich nehme nicht von einer Baustelle auf, aber bei mir wird oben das Treppenhaus gemacht. Somit entschuldige ich etwaige Nebengeräusche. Ich kann da nichts für, aber was muss, das muss. Damit das hier ein ansehnliches Video wird, da kann der Gegenpart hier heute einen beizusteuern. Herzlich willkommen, Broski. Schönen guten Tag. Bei mir ist die Soundaufnahme soweit clean. Ich kann ja aber nicht für Totalausfälle garantieren, so wie die Schalker Abwehr. Das kann immer mal vorkommen. Du kannst ja den Ball so ein bisschen trommeln oder irgendwie sowas, dass du auch ein paar Nebengeräusche hast. Ja, wirkt meine Aufnahme nicht so ganz abgeranzt. Ladies, Full Icon, ja? Wir durften reinpacken, was wir wollten. Ist egal. Hey! Komplett. Halt doch mal zum Maul da hinten, ey, Junge! Hört man das so extrem, echt? Also ich höre es nur ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist. Ja, ich hoffe nicht zu extrem, Jungs. Ey, seht mir das nach, aber was soll ich machen? Die Treppe muss neu oben, verstehst du? Checkst du? Ey, Daumen nach oben, wenn ein Träumchen aber auf dem Kanal, falls du noch keins da gelassen hast, gerne Zweitkanal, Highlight-Kanal abchecken und Broskis Kanal abchecken, denn dort haben wir ebenfalls gerade was aufgenommen. Auch eine knackige Angelegenheit und ja, ich würde sagen, wir halten die Zahl rein, wo wir glauben, der andere nimmt die nicht und dann geht alles auf die Bank und den Rest kennt ihr. Da muss ich nochmal ganz kurz hier aufschreiben. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen. Da haben wir schon drüber debattiert, wenn Steini sich den Mount Magat in den Garten bauen lassen soll. Mal kommentieren und liken, wäre es geil. Vielleicht baue ich mir den ja eine Wohnung. Gerade. Stimmt, machst ja die Treppe sogar. Ja, eben. Mit Metallgeländer, Stufen, größerer Abstand und so, damit man richtig mal lochen muss, wenn man nach oben geht. Ja, bei mir die eingekreiste hier, ne? Die 11. Okay. Ist tatsächlich 11, ja. Ey, wir hauen alles auf die Bank und dann sehen wir uns gleich wieder. Ostern steht vor der Tür. Und wer kennt es nicht? Du freust dich, die Dinge zu suchen, die deine Liebsten für dich versteckt haben. Und das Einzige, was du findest, sind ein paar bunt bemalte Eier. Die sind ganz süß, aber sind wir mal ehrlich, das Wahre ist das auch nicht. Und damit dir nicht das Gleiche passiert, check doch mal die Produkte von Holzkern ab. Denn dort trifft Natur auf modische Accessoires. Und hierbei spielt es keine Rolle, ob wir über Uhren reden, Schmuck, Handtaschen, Bandlets, Sonnenbrillen. All das hat Holzkern in seinem Repertoire. Und immer in Kombination mit Holz oder Stein. Für mich sind die Produkte von Holzkern zeitlos und vor allem einzigartig. Da jedes Schmuckstück, egal ob Uhr oder Kette, irgendwo ein Unikat ist. Denn nicht jede Holzmaserung ist gleich und auch nicht jeder Stein hat die gleiche Schraffur. Heißt das Schraffur? Ich glaube ja. Und die Auswahl ist grenzenlos mit mehr als über 1000 verschiedenen Produkten im Shop. Da wird wirklich jeder fündig. Alle Produkte von Holzkern weisen eine überragende Qualität auf und haben einen super Tragekomfort. Und warum ich dazu sagen kann? Weil ich die Produkte selber täglich trage, egal ob Halskette, eine Uhr oder einem Bandlet. Beschenkt einen eurer Liebsten oder auch einfach mal euch selbst. Und nur mal so am Rande, wenn ihr als Single auf der Partnersuche seid, dann sind die Produkte von Holzkern ein absoluter Gamechanger. Entschuldigung, könnten Sie mir mal sagen, wie spät es ist? Was bist du denn für ein Spinner? Zeitgleich tut ihr mit einem Kauf bei Holzkern auch noch was Gutes für die Umwelt, denn die Jungs und Mädels dort sind unter anderem in Aufforstungsprojekten aktiv und arbeiten zusammen mit dem Jane Goodall Institute. Also sicher dir auch du dein Stück Natur an deinem Körper. Du wirst es nicht bereuen. Sorry nochmal, eben gerade. Hättest du vielleicht einen Rabattcode für die Uhr? Und mit dem Code Keller sparst du nochmal saftige 15% auf deinen Einkauf. Also check das Ganze sehr, sehr gerne ab. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jeder Mensch ist einzigartig, also sicher dir dein Stück Natur, was genauso einmalig ist wie du selbst. So, Friends, Spieler sind auf der Bank. Broski hat 3-Card drin, der zählt als ZM. Ja, also wenn der EV kommt, kann er das spielen. Natürlich, aber Broski hätte keinen Gamechanger. Ey, ja. Ich gebe dir die ersten drei Nummern. Hast du MS-Sturm? Spielst du auch wieder 4-3-2-1? Ja. Jawohl, ich auch. Treu. Rein. Die Nummer 4, links. Das ist einfach direkt 3-Card. Hat sich dann auch erledigt. Die Nummer 9 in der Mitte und die Nummer 11 rechts. Das ist doof, ey. Mann, ich hätte einen MS nehmen sollen, der auch Stürmer spielen kann. Das fuckt ja brutal ab. Kann er nicht. Ich zähle es nochmal nach. 4, 9, 11. 4, 9, 11, ja. Lieber die Zahlen doppelt und dreifach checken. Ich hab da so meine Vergangenheit. Linker MS, dann nehme ich bei dir mal die 7 direkt.
vorne ins Zentrum. Da möchte ich jetzt ein ZM oder ein Torwart oder sowas hinhauen. Mache ich die 5. Und rechte MS, die 9. Boah, ich brauche. Du hast mich gut gebumst, Alter. Ja, du mich aber auch. Eieiei. 3 ZMs. Die 1. Die 12 in der Mitte. Und die 7. Ui, bei mir ist. Also boah, der das sieht ja gar nicht gut aus. Der Start, Alter, ist halt. Den Start, den hast du mir. Ja, das sieht ja richtig scheiße aus. Vor allem, weil der hier 3 Positionen kann, ist so eklig. Scheiße. Boah, fuck, Schneidi, das ist so schlecht. Ich muss jetzt irgendwie beten, dass jetzt hier das Unmögliche möglich machst. Linker ZM. Hätte ich ganz gerne bei dir die 1. Es geht so weiter. Was machst du da? Mittlerer ZM die 2. Was machst du denn da? Rechter ZM die 3. Also ich stand jetzt, würde ich sagen, hier ist einiges im Brunnen gefallen. Hier ist alles im Brunnen gefallen. Ach, die 10. Links. Nein! Die 8, linker IV. Yes! 2, rechter IV. Scheiße, das ist nicht gut. Und die 3 RV. Gott. Oh, fuck, Digga, mein Torwart ist noch draußen. Boah, es kann jetzt halt extrem geil sein oder richtig scheiße. Tendenz geht zu richtig scheiße. Boah. Meiner ist auch noch nicht drin, also wait a bye. LV hätte ich bei dir gerne die 10. Ja, Torwart ist drin. Mann, was denn hier? Linker Innenverteidiger die 12. Ich bin am Arsch. Rechter Innenverteidiger die 8. Ja. Und rechter Verteidiger die 11. I don't know what your mission was. Also bei mir ist übrig geblieben die 5 und die 6, die du noch nehmen kannst, richtig? Ja. Dann habe ich mich nicht verzählt. Herzlichen Glückwunsch. So, und einer davon ist der Torwart. Das heißt, es entscheidet sich jetzt hier, ob ich ein wirklich geiles Team habe oder ob alles scheiße ist. Seine Zahl schon genommen? Ja, das, bei mir war die Zahl die 10. Okay. Dann nehme ich die 6. Ja, ich bin am Arsch. Ja, Xavi Hernandez wollte schon immer mal im Tor spielen. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Ich spiele ohne Torwart. Bei dir geht auch die 6 in den Kasten. Ja, und das war meine Zahl. Das war meine letzte Hoffnung. Dankeschön. Geil. Okay. Ich bin am Arsch, Bruder. Also ich habe 2 Gamechanger und keinen Torwart. Gut, ich habe 1. Und das ist mein Change. Torwart? Um Gottes Willen, ja. Um Gottes Willen. Was ist das denn für ein Sturm hier? Ah, da hast du mir gut zerwurschelt hier. Also ich würde sagen, also ich könnte den auch offensiv stellen. Weil so hätte ich halt 3 Spieler auf Vollkämpfen. So hätte ich nur 2. Aber ich glaube, das ist besser, dass der Sturm steht, würde ich sagen. Ich glaube, es ist besser, dass der Sturm steht. Ja, ja. Steht. Ja, ich lade dich mal ein. Ja. Mhm. Ja, aber ich kann dich beruhigen. Ich wüsste nicht, wer da vorne aufs Tor schießen kann. Dann zahm mal her, das gute Stück. Ich bin gespannt. Ein Sturm ist halt scheiße. Das gibt mir wirklich Hoffnung, weil ich den Keeper habe. 9 und Zico. Ich hoffe einfach nur, dass der richtig Action macht da oben, dass man nichts davon reinschneiden kann, weil es zu laut ist. Und am Ende wird einfach nur Ergebnis eingeblendet und du musst es haben. Ab 7-0 reinschneiden. Baggio. Oha! Geiles Ding. Habe ich keinen Torwart? Roberto Baggio. Wie eklig ist denn das, dass Baggio bei dir auch noch ausgerechnet die Nummer 15 hat, Alter? Das ist wirklich eklig. Zico, Alter. What the fuck, Alter. Deshalb habe ich dich rot gemacht. Was sind das denn für Abschlüsse? Ich finde Tschech eigentlich Weltklasse. Ist für mich einer der besten Keeper im Spiel, der Toti Eichen. Oh Mann, visier doch wenigstens den davor an. Alter, Reikert hat die 11 bei mir. Geil. Geh ab, Zico, Junge. Ist das denn hier bei mir die 7 Bergkamp, oder? Na, Digga, warum treffe ich denn so viel rot in letzter Zeit? Alter, der macht Meter. Oha! Ah, Petit, du hast doch so eine Matte, die du da reinwerfen kannst. Nein! Oh, Beckham, der kommt.
Alter! Oh. Alter! Was eine Kiste, Junge! Alter! Boah, darum muss ich einfach nur weggehen aus der... Junge, das waren... Wie viele Meter waren das? 35? Weiß ich nicht, das war auf jeden Fall einiges. Steht das da irgendwo? Ne? Alter, boah, der geht aber genau in den Knick sogar, ne? Alter, ja, der hätte ja auch Tschech oder so nicht gehalten. Boah. Nein, der macht den Ausfallschritt nicht. Ich treffe immer rot! Oh mein Gott! Warum treffe ich denn immer rot? Das hätte sogar fast noch funktioniert. Was ist da ein Gekrampf hier, ey. Sehr gut, Boah, Michael. Knapp. Boah! Das war echt wendig, ne? Dreh mal einen auf da. Jawoll! Och, erneut, Junge! Uiuiui. Nein! Ja! Ah! Oh! Oh mein Gott! Oh Gott! Was, Alonso? Ecke? Richtig. Let's go. Oh, holy shit, ey. Da steht keine Sau, ey. Lauf. Ja! Oh mein Gott, ich hab die ganze Zeit spekuliert, dass du in die Mitte... Mann! Ja, R9. Oh Gott. Und alle liegen auf dem Boden. Wir gehen nochmal. Ach, Bro, natürlich. Ach. Der sollte wahrscheinlich auch nicht fallen, ne? Ey! I prefer not to speak. GG. GG's. Also zu dem vierten Tor sag ich aber gar nichts. Was ist das denn, Alter? Da sag ich gar nichts. Ich sag nichts, ich distanziere mich. Ey, wer der zweite Disc hat, der tut jetzt weh, deswegen wer? Mit einem hätte ich super leben können. Aber der war jetzt echt eklig. Ey, bitte nicht. Bitte lass das nicht den One and Only Hit sein. Ich will aber auch keinen Beckham Disc haben, weil Beckham ist cool. Du kannst. Seh ich mich nicht. Zwei Stück. Ich fange mal an mit dem linken MS. Und der zweite ist. Und jetzt wäre es eigentlich vorbei. Jetzt wäre es eigentlich vorbei. Es wäre eigentlich vorbei, ja. Der zweite ist der rechte MS. Ja, danke! Pity, du Affe! Was, darf ich getroffen? Ich habe alles stehen lassen. Nein! Pity und Cannavaro. Ich bin extra auf die vorderen gegangen, weil da halt die Verteidiger standen. Scheiße. Ich hab erst überlegt, ob ich das Team so stelle, wie ich eigentlich reingehen wollte. Und dann dachte ich mir, ich lass einfach so stehen. Oh Gott, danke, Alter. Ja, Cannavaro ein bisschen eklig, aber Pity, Bruder. Also du hast hier wirklich gar nichts dazu beigetragen. Ich habe extra die vorne genommen, weil ich dachte, du stellst um. Da standen die scheiß Verteidiger. Hey, Ladies, sind beide drin. Ich bin sehr erleichtert. Das hätte hier absolut nach hinten losgehen können. Kuss geht raus an David Beckham, der uns ein bisschen zurückgeholt hat ins Spiel. Und den wir zum Glück behalten dürfen. Cannavaro ist ein bisschen unangenehm, aber PT. Kuss geht raus an der Neuen, dass ich hier nicht diskarten muss. Du bist der Beste. Hol dich keine Träne nach. Hey, Ladies. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, die Nebengeräusche waren nicht zu extrem. Ja, checkt das Video bei Broski auf jeden Fall ab und ich würde sagen, verpizzen uns, oder? Macht's gut, Freunde. Tschüss.